Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chumps. Auch diesmal sind wir auf Spurensuche nach der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und dem Mythos des Redoui. Auch dieses Mal spüren wir militärische Anlagen auf, die ein halbes Jahrhundert lang unter größter Geheimhaltung standen. Wenige davon sind mittlerweile restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die meisten aber sind ausgeräumt, unzugänglich und vergessen. Doch sie sind immer noch da. Kommandoposten des Generals 0600. Würden wir General Guizot nach dem Ursprung des Redoui fragen, so würde er sein Fotoalbum aufschlagen und uns Bilder vom sogenannten Rütli-Rapport zeigen. Dem Ort, wo Guizot seinen Offizieren seine Pläne für das Redoui eröffnete. Man sprach vom Dreitreffen-Konzept. Wer die Schweiz angreifen wollte, würde auf drei Abwehrmechanismen stoßen. Der Grenzraum, die vorgeschobene Stellung und das Redoui. Über die vorgeschobene Stellung und ihren sogenannten Speerstellen haben wir bereits viel erfahren. Schon vor der Veröffentlichung des ersten Teiles hat sich für mich folgende Frage aufgedrängt. Worin besteht der Unterschied zwischen den Anlagen der vorgeschobenen Stellung und den Anlagen des Grenzraumes? Um ein paar Antworten erhalten zu können, sind wir an die Grenze zu Frankreich gereist. Genauer gesagt, auf das Gebirge des Juras. Damit aber unsere Expedition auch wirklich mit Erfolg gekrönt wird, hängen wir uns einmal mehr an die Fersen von Lorenz Manni. Er ist nicht nur unser Experte für dieses Thema, sondern mittlerweile auch ein guter Freund geworden. Sie hier richtig in einem Schneesturm gelandet. Da wir uns im Wirkungsraum der sogenannten Grenzbrigade 3 befinden, stoßen wir hier überall auf ihre Hinterlassenschaften. Obwohl diese Anlagen in die Redoui-Strategie eingeführt wurden, stammen diese noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Schon ab 1935 entstanden durch das BBB, also dem Büro für Befestigungsbauten, Grenzbefestigungen in großen Mengen. Nachdem wir nach längerem Suchen einen Zugang in ein Infanteriewerk gefunden haben, müssen wir zuerst unsere durchnässten Kleider loswerden. Dies, wie es sich gehört, im Mannschaftsraum. Im Vergleich zu draußen ist es hier noch richtig warm. Obwohl die Mannschaftsbetten schon vor langer Zeit weggerissen wurden, verraten ihre Spuren noch immer, wo sie einst standen. Ja, aber da seht ihr, es ist all mehr dahinter, bis man schon noch bei einem solchen Werk ist, sind wir nicht sicher. Eine Stunde lang gelaufen und weiss der Teufel wie gefahren. Während Lorenz mit seiner Kamera Aufnahmen für seinen YouTube-Kanal einfängt, erkunden Joscha und ich die Überbleibsel des Baus. Ursprünglich entstanden die Festungen des Grenzraumes aufgrund des Haager Abkommens unter dem Banner des sogenannten Neutralitätsschutzes. Da sich die Normen des Bunkerbaus erst während dem Bau des Redoui durchsetzten, können wir hier noch auf gewisse Bauexperimente stoßen. Momentan ist die Faszination bei diesen Hängeteils da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Stalaktit oder Stalagmit, aber etwas von beiden müssen auf jeden Fall. Wieder mal
Der Haupteingang wurde zugesprengt. Dies, um zu verhindern, dass Neugierige wie wir nicht hineingelangen können. Dieser Plan ist, wie Sie sehen, ein Griff ins Klo. Ein Schweizer Städtchen, das die Züge der Vergangenheit mit Anmut zur Schau trägt. In den alten Gassen ist es ziemlich ruhig. Die Bewohner haben sich in die gemütlichen Häuser mit den dicken Mauern zurückgezogen. Aber es sind Soldaten da, offenbar eine Truppe, die an der Grenze Wachdienst leistet. Wer heute Abend dienstfrei ist, sucht nach Wärme und freundschaftlichem Beisammensein. Und wer besonders Glück hat? Die Kameraden, die Wachdienst haben, tun ihre Pflicht. Die Nacht wird kalt sein. Vielleicht werden Sie nächsten Sonntag zu den Glücklichen gehören, die nach dem Hauptverlesen abtreten können. Aber darüber machen Sie sich heute noch nicht allzu viele Gedanken. Sie kennen Ihren Wachtbefehl und werden ihn ausführen. Ein weiterer und wirklich großer Unterschied zwischen der vorgeschobenen Stellung und des Grenzraumes liegt in der Nähe zum Kriegsgeschehen. Während wir eine weitere Anlage besichtigen, denke ich über gewisse Geschehnisse nach, die sich hier vor 80 Jahren abgespielt haben. Mitte Juni 1940 flüchteten innerhalb 6 Tagen 43.000 französische Soldaten in dieser Gegend über die Grenze in die Schweiz. Die Grenzbrigaden waren unter anderem auch damit beauftragt, die Flüchtlinge aufzunehmen, zu verpflegen und, bis sie mit Hilfe von Zügen in das Landesinnere gebracht wurden, in improvisierte Unterkünfte zu bringen. Den Soldaten wurden die persönlichen Waffen samt Munition gleich an die Grenze abgenommen, wenn möglich im Marsch, um die Bewegung der Kolonne nicht zu unterbrechen. Wie haben sich wohl diese Männer gefühlt, die hier in dieser Festung Dienst tun mussten und dabei diese fremden Soldaten sahen? Eine ganze Armee ohne Waffen, auf der Flucht vor einem mächtigen Gegner. Und gegen diesen Gegner sollten sie jetzt das Land verteidigen? Wir suchen nach Spuren dieser mutigen Verteidiger. Aber durch unseren Besuch im Mannschaftsraum werden wir in eine völlig andere Zeit versetzt. In den Kalten Krieg. Eine Atombombe, wenn auch nur eine Attrappe, gemischt aus Heizöl, Trottil und Phosphor, wurde auf der Thuner Almend zur Explosion gebracht. Sofort fährt eine Spürpatrouille mit ihren Messgeräten an Ort und Stelle. Der Kalte Krieg ist ein völlig anderer Krieg. Eine ganz andere Kriegsführung und eine ganz andere Zeit. Obwohl er mich selber auch kalt lässt, stolpere ich ständig über ihn. Wir werden ihm noch öfters begegnen. Thank you.
Multietagenbetten, die zu Bänken umfunktioniert werden können. Aber auch die Halterungen für das Sturmgewehr 57, das 1960 eingeführt wurde, sprechen für diese Zeit. Auch bei raschem Einzelfeuer ist die Treffsicherheit noch sehr gut. Jeder Infanterist wird diese Waffe mit nach Hause nehmen, wie bisher den Karabiner. Im Seriefeuer bis über 200 Meter wird die Präzision des LMG erreicht. Das System der Lüftung scheint jünger zu sein. Aufgrund eines Wartungssiegels finden wir Hinweise, dass diese Anlage zumindest noch im Jahre 1988 gewartet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Anlagen der vorgeschobenen Stellung relativ schnell aufgegeben. Von den Anlagen des Grenzraumes blieben jedoch viele noch lange durch den Kalten Krieg aktiv. Für uns hat sich diese Tagesreise an die Grenze zu Frankreich gelohnt. Die Neugierde aber bleibt, denn vieles müssen wir noch ungeklärt zurücklassen. Bald wird der Sommer wieder seinen Einzug in unser Land halten. Und jetzt schon erscheinen auf unseren Seen wieder die eleganten Segelschiffe, die ihren Winterschlaf beendet haben. Wir zeigen hier Bilder aus der Segelschule von Thun. Wir wechseln nun Ort und Jahreszeit und befinden uns in der Gegend des Thunersees im Berner Oberland. Aus der Sicht der militärischen Strategen des Zweiten Weltkrieges haben wir den Grenzraum weit hinter uns gelassen und die gesamte vorgezogene Stellung durchquert. Wer schon nur in der Nähe dieses Alpsees vom Westen nach Osten gelangen will, betritt ohne es zu merken den Raum des Redoui. Doch wer will schon in dieser schönen Gegend über eine imaginäre Grenze nachdenken, welche die Schweizer im Zweiten Weltkrieg mit größtem Einsatz gegen die Nazis verteidigen wollten? Wir tun es. Und dies mit folgender Frage. Worin besteht nun der Unterschied zwischen dem Redoui und dem Rest der Schweiz? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns das Nordufer des Thunersees als Modell ausgesucht. Dafür haben wir auch ein schönes Werkzeug. Im Jahre 1946 flogen amerikanische Bomber mit der Zustimmung der Schweizer Regierung über die Schweiz. Sie ersetzten ihre Waffen an Bord durch Kameras und machten hochwertige Luftbilder des Landes. Um dem Geschehen des Zweiten Weltkrieges möglichst nah heranzukommen, arbeiten wir mit diesen Bildern. Schon allein die Darstellung der Sperrstellen zeigt deutlich, wie die Redoui-Grenze noch konzentrierter mit Wehrsystemen ausgebaut wurde. Allein das Nordufer des Thunersees wies insgesamt 7 Sperrriegel auf. Diese wollen wir nun genauer betrachten. Dies ohne den Anspruch, alle Objekte zu zeigen. Der erste Sperrriegel befindet sich in der Ortschaft Hilterfingen. Die alte Tankmauer ist noch immer deutlich sichtbar. Die meisten Bestandteile dieser Sperre wurden mit der Zeit weggespült. Einige sind aber zu groß, um sie zu beseitigen. Sie sind als stumme Zeugen übrig geblieben und erzählen die Geschichte der Verteidigung einer unsichtbaren Grenze. Die Bilder der Amerikaner zeigen, dass früher die Tankmauer deutlich sichtbarer war. Der Sperrriegel hat eine große Besonderheit. Die geografischen und topografischen Begebenheiten der Landschaft zwangen die strategischen Planer, eine Verlängerung zu bauen. Und dies in einem Umfang, den wir nicht ignorieren können. Wir sprechen von der Sperrstelle Heiligenschwendi. Sie besteht aus einer Ansammlung von mehreren Sperrgruppen.
Neben Panzerhindernissen wie Toblerone und Tankmauern existieren in diesem Gebiet über 10 Infanteriebunker. Einige davon sind wirklich sehr hübsch getarnt und werden gerne gezeigt. Andere sind zugemauert und in Vergessenheit geraten. Was hier besonders ist, ist die große Ansammlung von sogenannten Infanteriekanonenschildern. Eine Mischung aus Bunker und Garage für mobile Feldkanonen. Aufgrund der tiefen Neigung der Geschütze benötigten die Spreizen hohe Stützen. Etwas, was wir in dieser Gegend immer wieder antreffen, sind diese sogenannten Nomadenhäuser. Es handelt sich um kleine Baracken, die aus vorgefertigten Betonelementen zusammengebaut wurden. Auch diese stammen vom Zweiten Weltkrieg und dienten als Depot für die Elemente der Straßensperren. Die Bedienung und Wartung dieser Sperren, aber auch die Verwaltung ihrer Depot, wurde nicht von der Armee selber durchgeführt. Dieser Aufgabe wurde einer Gattung angetraut, die in der heutigen Geschichtsschreibung gerne übersehen wird, die sogenannte Ortswehr. Dank einem Dokumentarfilm aus dem Jahre 1943 können wir uns ein gewisses Bild über diese vergessene Truppe machen. Die Ortswehr bestand aus Freiwilligen, die entweder zu jung oder zu alt für den Militärdienst waren. Dadurch gab sie ein weniger schmeichelhaftes Bild ab als die offizielle Armee mit ihren jungen und strammen Männern. Die behelfsmäßige Barrikade ist kein Hindernis für Tanks, sondern hat den Zweck, leichten, feindlichen Vorhausabteilungen die Aufklärung zu erschweren und so den Aufmarsch des Feindes zu verzögern. Errichtung einer Brückensperre gegen Tanks durch die Ortswehr. Die Mitglieder besaßen keine offizielle Uniform, sondern nur die rote Armbinde mit dem weißen Kreuz. Die Waffen stammen aus alten Armee- oder manchmal sogar aus Privatbeständen. Auch wenn diese Bilder aus heutiger Sicht belächelt werden könnten, sollten wir die Bedeutung der Ortswehr nicht unterschätzen. Immerhin wies sie ein Jahr nach der Gründung 130.000 Mitglieder aus. Bei einem Überfall einer kleinen feindlichen Luftlandetruppe wäre die Ortswehr der erste Widerstand gewesen. Jede Ortswehr hat ihren festen Auftrag. Jedermann weiß, wohin er gehört. Natürlich nur so lange, bis die offizielle Armee eingetroffen wäre, um das Kampffeld zu übernehmen. Ortswehr war ein wichtiger Bestandteil der schweizerischen Verteidigungsstrategie und sollte deshalb auch nicht vergessen werden. We'll be right back.
Der Film gehörte zum Programm der geistigen Landesverteidigung und trägt verblüffend starke propagandistische Züge. Lasst uns aber deswegen nicht wegschauen. Der totale Krieg verlangt den totalen Einsatz. Der hinterste Mann wird gebraucht. Jeder neue Mann erhöht unsere Schlagkraft. Jedes Gewehr mehr ist ein Hindernis mehr für den Angreifer, ist ein Garant mehr für die Erhaltung unserer Freiheit. Die nächsten beiden Sperrregeln sind Längenschachen und Örtli. Längenschachen besitzt zwei Feldkanonenschilder. Interessant sind die in die Tankmauer eingebauten Maschinengewehrstände. In einen davon können wir sogar hineinschauen. Oh, eine richtig gemütliche Stube. Laut Gefechtsplänen müsste sich in der Erhöhung im Wald noch ein Infanteriebunker befinden. Da ist er. Der A1898 ist ein klassisches zweistöckiges Infanteriewerk, wie sie zu Tausenden in der Schweiz gebaut wurden. Mit Hilfe dieses alten Planes können wir durch den Vergleich mit dem Seeprofil den Standort dieser Sperrstelle bestimmen. Bei dieser Straßenkurve stand 40 Jahre lang eine Panzersteckbarrikade. Der flankierende Infanteriebunker befindet sich auf privatem Gelände. Er ist ein weiteres schönes Beispiel militärischer Tarnkunst. Die extrem kurze Schussdistanz ist auffallend, für die Kanoniere offensichtlich eine große Herausforderung. Der vierte Sperrriegel befindet sich in Gunten. Viel ist davon nicht mehr übrig. Laut meinen Informationen wurde der Bach, der durch diese Ortschaft fließt, als Sperre benutzt. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden hier zwei Feldkanonenschilde hineingebaut. Der fünfte Sperrriegel besitzt den Namen Stammbach. Der Infanteriebunker wurde offensichtlich umgebaut. Beim Ausgang des Justistales befindet sich eine Ortschaft mit Namen Merligen. Ein Dorf mit weniger als 1000 Einwohnern. Als Wahrzeichen besitzt sie eine beliebte Hochzeitskirche, die aber interessanterweise erst kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erbaut wurde. Hier befindet sich also der zweitletzte Sperrriegel des rechten Seeufers. Hier finden wir auch ein hübsches Beispiel eines gut getarnten Feldkanonenschildes. Am steilen Berghang entlang zieht sich die Tankmauer bis zu einem typischen Infanteriebunker nach oben. Hier wollen wir zwei Fragen klären. Wie viele Männer arbeiteten in einem solchen Bunker? Was waren die einzelnen Aufgaben während eines Gefechtes? Gemäß Reglement besaß dieser Bunker eine Besatzung von 11 Männern. Der erste Mann, den wir im Bunker antreffen würden, wäre einer der beiden sogenannten Werksoldaten. Neben der Zutrittskontrolle waren diese beiden zuständig für Telefon, Funk, Ventilation, Gasschutz, Strom, aber auch die Brandbekämpfung. In diesem Gefechtsstand würden wir drei Panzerkanoniere antreffen. Die Gesichter würden wir nicht erkennen, da sie wegen der Gasbildung am kollektiven Maskenschutz angeschlossen wären. Im Beobachterstand würden wir den Bunkerkommandanten antreffen, der von hier aus seine Männer befehligte. Hier würde wahrscheinlich einer der Mitrailleure Hintergrundarbeiten leisten, damit die beiden anderen im MG-Stand eine gewisse Schusskadenz aufrechterhalten konnten.
Während dem Kalten Krieg wurde das alte, wassergekühlte MG durch das neue MG 51 ersetzt. Die Mitrailleure unserer Armee erhalten dieses Jahr eine neue, in der Schweiz gebaute Waffe, das MG 51, ein Maschinengewehr, das viel leichter und beweglicher ist als das MG 1911. Das neue Maschinengewehr verschießt die bisherige Munition, bringt es aber auf 1000 Schüsse pro Minute. Gerade doppelt so viel wie das alte MG. Ein anderer wichtiger Vorteil? Die Läufe sind luftgekühlt und können verblüffend schnell gewechselt werden. Das neue MG erlaubt genaues Schießen bis auf Distanzen von 1500 Metern. Bleiben wir noch ein wenig im Kalten Krieg. Aufgrund der militärischen Geheimhaltung brachte das Reduit die seltsamsten Objekte hervor. Relikte, deren Sinn und Zweck nicht mehr geklärt werden können. Ein gutes Beispiel dafür befindet sich oberhalb von Merligen. Der sogenannte Regimentskommandoposten F-16-325. Ein Lost Place aus dem Kalten Krieg. Der Haupteingang führt in einen Kriechgang. Dieser führt in insgesamt 5 identische Kammern. 3 dieser Kammern sind auf der Höhe des Hauptstollens und 2 mit einer Treppe verbunden in eine obere Etage. Jede dieser Kammern steht auf einem betonierten Fundament, sozusagen auf einer Platte, auf welche vorfabrizierte Elemente verschraubt wurden. Wir sprechen von 5 verbundenen Unterständen des Bautyps Fobak U22 für jeweils 12 Männer. Die Anlage erinnert ein wenig an einen sogenannten ASU, Atomschutzunterstand. ASU wurden in den 60er Jahren im Fertigteilbau hergestellt und etwa 8000 Mal im schweizerischen Boden eingegraben. Danach war nur noch die Einstiegsluke und die Luftzufuhr sichtbar. Ein ASU enthält eine Luftfilteranlage, die elektrisch oder von Hand mit einer Kurbel betrieben werden kann. Eine Gasschleuse beim Eingang, Schlafstellen und Räumlichkeiten für die Toilettenanlagen. Dieser Bunker kann aber nicht in diese Kategorie gehören, denn die Konstruktion der Türen sind alles andere als atomsicher. Dennoch wurde hier Sicherheit groß geschrieben. Jede Kammer besitzt ihren eigenen Notausgang. Wozu? Könnte es sein, dass die Gefahr eher von innen als von außerhalb dieser Räume ausging? Eine herrliche Interpretation. Der einzige, aber auch gewichtige Hinweis auf den Kommandoposten ist dieses abgeklemmte Kabel. Offensichtlich befand sich hier eine größere Telefonzentrale. Der F-16-325 ist ein gutes Beispiel eines Reduit-Objektes, das aufgrund der ehemaligen Geheimhaltung nicht mehr in Sinn und Zweck eingeordnet werden kann. Dadurch wird er zu einem fruchtbaren Nährboden für Mythen und Verschwörungstheorien. Wir betrachten nun den letzten Sperrriegel des rechten Thunerseeufers. Da ist sie also, die Wand. Die Wand des Niederhorns. 3 Artilleriewerke. 22 Kanonen. 738 Mann stark. Ein ganzes Dorf inmitten eines Felsens.
beeindruckend und gar beängstigend war die Wirkung dieser Waffen. Das oberste Werk zum Beispiel besitzt den Namen Legi und enthielt 8x15 cm Feldhaubitzen mit einer Kadenz von 6 Schuss pro Minute. Die Darstellung des Wirkungskreises gibt uns eine Vorstellung der Reichweite dieser Waffen. Bis zur Sperre Hilterfingen wäre es 9 km gewesen. Das mittlere Werk namens Waldbrand unterhielt 8x10,5 cm L-42-Kanonen. Deren Wirkungskreis, der etwas anders angelegt war, hätte bis in die Ortschaft Uttigen gereicht, die 17,5 Kilometer weit entfernt war. Das unterste Werk besitzt den Namen Schmockenfluh. Seine Bewaffnung bestand aus 6 Kanonen, denselben wie in der Festung Waldbrand. Auch wenn die Redui-Grenze auf der Karte ein Konstrukt unserer Vorstellungskraft ist, zeigt sie sich physisch in der massiven Anhäufung von Sperrstellen. Diese Sperrstellen, so hässlich ihre Überreste uns heute auch erscheinen mögen, sie waren ein Schlüsselbereich des Reduis. Ihnen galt die größte Aufmerksamkeit. Sie wurden von der Ortswehr gepflegt, gewartet und bedient. Die Sperrstellen wurden von der Infanterie beschützt und von der Artillerie unterstützt. Um uns eine Vorstellung über die Wirksamkeit der Artillerie machen zu können, haben wir uns auf das Nordufer des Thunersees konzentriert. Damit man sich aber gegenseitig beschützen kann, wendet auch die Artillerie das Prinzip vom Werk und Gegenwerk an. Auch das Südufer besitzt seine Artilleriewerke, Kanonen, die sich sehr wohl mit denen auf der anderen Seite des Sees messen können. Es gibt Menschen, die sich das Redui als ein paar Löcher in den Alpen vorstellen, in die sich die Schweizer verkriechen wollten. Das Redui war aber eine riesige Kriegsmaschine mit ungeheurer Zerstörungskraft. Sie war Ausdruck des Wehrwillens der schweizerischen Aktivdienstgeneration. Mit Hilfe der Schweizer Filmwochenschau wurde der Schweizer Bürger darüber informiert, wozu die Ortswehr in erster Linie da war. Während Hitlers Überfall auf Holland und Belgien verstopfte die Zivilbevölkerung durch ihre Massenflucht die Straßen und Wege. Auf diese Weise wurde die Mobilisierung der eigenen Armee verhindert. Um dieses Szenario in der Schweiz vermeiden zu können, wurde die Ortswehr ins Leben gerufen. In einem Schreiben an den Bundesrat vom 12. Juli 1940 sagt General Guizot: Es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Bevölkerung auf keinen Fall in der Richtung auf das Redui zuströmt, wo sie den Erfolg der Operation in Frage stellen und nicht über genügend Vorräte verfügen würden. In den sogenannten Weisungen an die Bevölkerung für den Kriegsfall von November 1942 heißt es unter anderem: Die Bevölkerung hat grundsätzlich an Ort und Stelle zu verbleiben. Unsere Truppen werden die Räumung von Straßen und Wegen von zivilen Flüchtlingen rücksichtslos, wenn nötig mit Waffengewalt, durchsetzen. Wenn ich mir diese Gesichter dieser Männer anschaue, die das Redui vor der zivilen Bevölkerung hätte schützen sollen, danke ich Gott dafür, dass sie nicht in diese Lage geraten sind, sich entscheiden zu müssen zwischen Landesverrat oder Verrat gegen die Menschlichkeit. Hätte es eine feindliche Armee trotz der massiven Konfrontation schaffen können, alle diese Barrieren am rechten Seeufer zu durchbrechen? Wenn ja, wären sie auf den letzten Widerstand namens Fischbalmen gestoßen.
Dieser letzte Widerstand bestand aus einer kleinen Besatzung von nur 21 Männern. Die Anlage ist so hübsch, dass sie Besucher zu einer gewissen Kriegsnostalgie verleiten könnte. Doch wird auch hier darauf geachtet, dass die Anlage als Teil einer größeren Verteidigungsmaschinerie verstanden wird. Hätte sich ein Angreifer tatsächlich bis hierher durchschlagen können, hätte er die Redui-Grenze überwunden gehabt. Der Eintrittspreis dafür wäre allerdings sehr hoch gewesen. Die kleine Festung Fischbalmen symbolisiert Anfang und Ende zugleich. Das Ende des Redui-Grenzbereichs und den Anfang des Reduis selber. Erst ab hier würde die eigentliche Schlacht um das Redui beginnen.